Hast du auch einen? Ich hab leider keinen. Ich find sowas von nicht witzig. Wieso nicht witzig? Ah, ich weiß nicht. Da, da. Ey, der erzählt mir eine Geschichte aus seiner Kindheit. Es tut mir leid, dass ich einen Döner hab. Aber wie, wie heißt du? Spielt das eine Rolle? Ja, ich will wissen deinen Namen, hab ich nicht. Okay. Mein Name ist Savas. Savas? Bin aus Mainz. Das sind meine Jungs hier, ja? Warte. Was für ein Landsmann bist du? Ich bin Kurde. Ey, ja. Mann, Alter. Okay. Gehst du auch öfters bei Kaufland einkaufen? Kaufland? Ja. Nein, Mann. Gehst du nicht? Nein, gar nicht. Kaufland gibt's in Mainz nicht. Oder, Jungs? Kaufland in Mainz? Du hast auch nicht verstanden, ist egal. Ja. Kaufland, Kurde. Ist ja. Egal. Ach so, ja. Okay. Also, hör zu. Ich, 6 Jahre alt. Warte, ey, sag ich mal 6 Jahre. Oder nicht? Hey! Soll ich oder ja, nicht? Ja, komm. Weil mein Döner wird kalt. Ja, ich hab Hunger, Mann. Ich hab den ganzen Tag nichts gegessen, Mann. Ja, dann lass mich hören, dann gib ich den Schritt. Okay, aber erst. Guck mal, da. Siehst du. Also ich versuch. Ey, nimm mir Savas, cool Savas, okay. Bruder. Ich versuch's jetzt mal so cool, so wie ihr oder ja, eben gerade, okay? So cool. Ja, also, ich war 6 Jahre alt, ja. Und hab mit einem Deutschen gespielt. Ja, der hatte ein schönes Haus, riesengroß. Ich, 2-Zimmer-3-Zimmer-Wohnung mit 5 Familienmitglieder, Mutter, Vater, Tante, keine Ahnung, alle neu gekommen. Und ich spiele bei dem Super Nintendo alles Mögliche und dann sagt er irgendwann mal, ja, ich sag mal, ich schlaf doch heute Abend hier. Ich sag so, ja, warum nicht, ja, kann ich ja mal machen, ja. Und dann rufe ich meine Mutter an, sag, ja, ich würde gerne bei Martin schlafen, geht es? Nein, komm sofort heim, weh, du kommst heute nicht heim, du kommst nie wieder heim, schlag dich, alles dies und das, ja. Und dann lege ich auf, sag, ey, Martin geht leider nicht, meine Mutter, ey, sie ist mega, die ist schon sauer, ich soll am liebsten jetzt schon heim, ja. Und dann sag ich so, ey, dann meine Mutter soll anrufen. Ja, die deutsche Mutter, yeah. Ja. Ruft meine Mutter an, ja, so, hallo Frau Eldem, ja, lassen Sie doch Ihren Sohn hier schlafen. Meine Mutter, ja, kein Problem, gerne, soll ich schlafen, ja. So ja, das ist typisch, bei uns Ausländern. Kleine Geschichte gewesen. Hey, Savas, ja. Danke schön. Ja, danke. Nee, ich mache Diät. Okay, dann, alles klar.